Moin, sind Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zur Assetto Corsa Competizione. Wir sind in der LFM wieder unterwegs mit dem BMW M2 Cup und auf dem Nürburgring. Und was soll ich sagen? Ich bin schon wieder langsam. Der erste hat hier eine 211 niedrig hingelegt und ich hier mit einer 217 Mitte. Oh, traurig. Also ja, keine Ahnung. Also da muss ich echt noch eine ganze Menge üben. Eine ganze Menge. Habe ich Menge gesagt? Ich weiß nicht. Wir fahren auf jeden Fall erstmal los. Ich glaube, es gibt eine kurze Einführungsrunde, weil Reifen aufwärmen ist für Amateure und GT4-Fahrer scheinbar. Von daher habe ich genug Sprit. Ja, ich habe genug Sprit für 25 Minuten. Ne? Der verbraucht so knapp unter einem Liter in der Minute. Und dann noch zwei Reserverunden drin. Das sollte passen. Ja, da müssen wir mal gucken. BMW Cup natürlich eine spannende Sache. Vielleicht nicht so spannend, wenn alle anderen wirklich schon mehr schneller sind Car als number ich. 15. Aber wir sind halt auch echt ein paar sehr gute Fahrer dabei. Ne? Also wir sehen hier ganz viele. Silberne und weiße Nummernplaketten am Start. Das ist natürlich absolut nicht meine Liga, aber was soll man machen? Es gibt halt nur einen Split mit 25 Leuten. Und das heißt, hier fahren halt die Langsamen mit den Schnellen zusammen. Okay. Gerade noch so aus der Kurve rausgeschafft. Versuchen wir unauffällig ein bisschen nach rechts zu kommen. Innen ist das Risiko des Abgeschossenwerdens ja immer ein bisschen geringer. Yellow flag. Clear, incident clear. Und dann schauen wir mal, was wir hier mit kalten Reifen anrichten können. Yellow flag, be careful there. Car on the left. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. Da ist er aber echt schön sauber durchgegangen. Das war nice. Ich meine, ich habe ihm auch Platz gelassen, klar. Sterben so früh im Rennen immer blöd. Einer hat schon Drive-Thru bekommen. Oh nein, der hat den Start verkackt. So, und dann sage ich es einfach mal wieder pro forma, ne? Ich bin nur wegen der Safety Ratings hier. Kann ich jetzt natürlich auch safe sagen, ne? Weil alle anderen hier schneller sind als ich. Da ist aber jemand sehr weit rausgefahren. B19. Ja, also ein paar Positionen gut gemacht auf jeden Fall. Hier scheinbar noch ein paar. Yellow flag. Yellow flag, yellow flag. Incident clear. Back to green flag. Noch eine. Car on the right. Clear on the right.
Ich meine, Nürburgring ist, hat sowieso ein paar echt fiese Kurven, ne, wenn man da ungeduldig ist mit dem Gas. Dann kann es schon echt schief gehen. Und der KPMB hat ja auch diese Neigung, dass man eher ein bisschen vorsichtiger mit dem Gas sein muss, weil er halt kein Aero hat. Car on the right. Clear on the right. Da hat er sich auch wunderschön durchgebremst. Das war schön, das will ich sehen. Ich will möglichst kollisionsfrei durchkommen. Ach, und auch ohne Off-Tracks eigentlich. Ach man, das war jetzt natürlich schon mal ärgerlich, dass das ein Off-Track geworden ist. So, selbst wenn ich nur minimal lenke, ne, schaffe ich es eigentlich nicht. Da so weit rauszukommen wie der Kollege vorhin. Also keine Ahnung, wie er das gemacht hat. P17. Your rear brakes are cold, mate. Ja, das kann vorkommen. Clear on the right. That's 20 minutes to go. 20 minutes. Come on, stick with the bastard. Hat jemand den Poller geklaut, da liegt er. Och, warum? Was? Warum? Mann, ey, schiebt er mich ja einfach zur Seite. Ich meine, er ist doch schneller als ich, ne? Da kann er doch ganz gechillt noch eine Kurve dahinter warten. Oder will er das Rennen jetzt noch gewinnen, nachdem er vorher verkackt hat? Und jetzt von ganz hinten aufholen muss? Also echt keine Ahnung, was sein Plan da jetzt ist. Watch your rear tires, they're pretty cold. The gap behind has now decreased to 3.2. Quicker than you entering turn 3. Gap in front is increasing. It's now 2.7 seconds. Naja, das ist schön. Weiler. Auch ein Drive-Thru. Oh. P20.
Ah, wenn ich die Kurve so anfahre, kann ich, glaube ich, deutlich früher ans Gas ran. Und das wäre schon mal praktisch, ne? Ach man, ey, der Nürburgring hier, die Grand Prix-Strecke, hat so ein paar schöne fließende Kurven. Und mit dem Auto hier macht das auch Spaß, ne? Weil da kann man die genießen, da fährt man halt ein bisschen länger durch die Kurven. Aber man muss sie halt auch richtig fahren können. Nicht so komplett überschießen. So, wie sieht es nach hinten aus? Da kommt schon einer. Spiegel unbrauchbar. Auch hin hier. 15 minutes remaining, 15 minutes to go. There'll be chances here. Let's make sure we can take them. Come on, don't let him get away. Hat er sich dazwischen geschummelt, ne? Und dann konnte ich da natürlich nicht mehr in der annehmbaren Geschwindigkeit rum. Stick to the plan. Don't be intimidated here. They're quicker than us entering turn one. Ah ja, die sind überall schneller als ich. Your tire temps are good. Oha, aber da gab es keine Berührung, oder? So, Benelli, der ist deutlich schneller als ich gewesen im Qualifying. Der wird sich jetzt wahrscheinlich hier gleich innen reinsetzen, soll er machen. Doch, kein Bock. Car on the left. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. Car on the right. Lieber will er hier irgendwo überholen, ja. Half distance. Fuel looks good. Anrempeln. Not over yet. Nah, bad luck, mate. Und dann kann er dann nicht mal auf einer Geraden sauber vorbeigehen, ohne zu rempeln. Geil. Mann, ey. Ich will doch nur Safety Rating. The gap in front is now 0.9.
Na guck mal, Cosma, der ist geduldig. Das finde ich voll gut. Ich dachte, er geht da innen durch. Oh, ich dachte, er fährt da sowieso eine enge Linie. Und kann dann hier ganz bequem auf der Geraden überholen. Oh Mann, das wäre auch voll gut gewesen. Trau dich, trau dich, trau dich. Traut er sich nicht? Car on the right. Clear on the right. Come on, don't let him get away. 20 second place. Der soll mal wegfahren. Minutes remaining, 10 minutes. Eieiei. So, Weiler ganz schön weit hinter mir, der ist halt auch schneller als ich, hatte nur ein Drive-Thru. Your ears are cold. Aber warum sind da meine Reifen kalt die ganze Zeit? Das Standard-Setup hier, so weit geöffnete Brake-Ducts. Die Bremstemperatur habe ich vorher halt nicht gecheckt, ne? Nur Reifendruck eingestellt. Oh, was ist da los? Keep it within the track limits. Das war gerade nicht gut. Da hat es mich halt so übel rausgetragen. So, ich mach mal links das Delta an, das sieht man zwar nicht, aber hey, was soll's. The guy behind's reeling you in. The gap's now 12 seconds. They're faster than us into the chicane. Yellow flag, Sector 2. So, mal sehen, ob ich noch mal ein bisschen an Ranier rankomme. Green flag in Sector 2. Da ist der Ranier. Oh, okay. You just cut the track. Das war blöd. Bremspedal vielleicht einfach richtig durchtreten. Ich glaube, da war ich ein bisschen bremsfaul. You've used half your fuel. Ja, und so viel Treibstoff habe ich scheinbar auch dabei. Na, das ist doch gut. Dann bleibe ich wenigstens nicht stehen.
So, ich habe die Runde schon aufgeholt irgendwie. Auf Ranier, aber... Macht das hier direkt wieder zunichte. The gap ahead is now 3.2. Was haben wir noch? 5 Minuten. Na, wir schauen mal. Na, das Bremsen noch schon mal besser funktioniert. Nice and smooth with that throttle. Keep it balanced. 5 minutes to go. 5 minutes left. Das war nicht cut schön. The track. Keep it nice and tidy. Da habe ich zu spät gelupft. So, wollte ich auch mal richtig weit raus hier. Die Kante da darf man nicht mitnehmen. High temperatures are good. Das kann ein ganz böses Ouchi geben. Ach, ich habe viel zu viel Kraftstoff dabei, wow. So, Beiler wird wohl nicht mehr rankommen, außer ich mache jetzt noch richtig Unsinn. Alles gut, nichts passiert. Also geplant. Yellow flag in sector 3. Green flag in sector 3. Oh, da bin ich aber ein ganzes Stück jetzt rangekommen an Ranier. Two minutes to go, 2 minutes. Ja, 0,6 habe ich diese Runde aufgeholt.
Und hier wieder alles verschenkt. Weil ich da mal probieren wollte, ob man später bremsen kann. Die Antwort ist übrigens nicht wirklich. Okay, jetzt wird es hier wild bei mir. Wieder ein bisschen ruhiger machen. Schön runde Kurven fahren vielleicht. You've got 10 minutes of fuel remaining. Ja, das ist schön. So lang ist der Trend aber nicht mehr. Gut, also viel zu viel Treibstoff eingepackt auf jeden Fall. Zwei 16,9 packt er hier auf einmal aus. Okay. Kann ich nicht viel machen. Yellow Flag ahead. Watch out. Oha. Habe ich schon wieder die Bremse nicht richtig getreten, ne? Ja, schade, dann komme ich da nirgendwo mal ran. Weiler holt mich wahrscheinlich nicht ein. Okay, Benelli fährt echt sehr vorsichtig vor mir. Car on the left. Clear on the left. Ist kein Parkplatz. Das tut mir jetzt leid. Sorry. Er war da so langsam. P18. Okay, that's the finish. Well done, mate. Dem werde ich gleich mal schreiben, auf jeden Fall. Das war nämlich echt, also keine Absicht. Schwöre. Also, ich dachte halt, er beschleunigt dann irgendwie, ne? Warum funktioniert denn hier eigentlich mein Knopf zum Replay-Speichern nicht mehr? Na, keine Ahnung. Für heute war es das auf jeden Fall schon wieder, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und das Rennen hier war echt lustig, ne? Muss man sagen. Macht's gut und bis dann. Ciao.